Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Combiner Wars Legion Class Thundercracker. Und auch hier ist diese Figur ein Repaint einer schon in der Movieline erschienenen Figur von Starscream. Muss allerdings sagen, dass die Figur wirklich gut gelungen ist und ich froh bin, dass ich sie habe. Die Figur selbst ist, ja, wie soll ich sagen, eine tolle Figur, die auch zu der Movieline passt. Allerdings hier ein kleines Manko hat, dass man sie in keine Waffe verwandeln kann, was ich schade finde. Denn theoretisch kann man das bei den anderen Decepticons schon. Aber ich denke mal, das muss einfach als Ausgleich sein, denn Windcharger konnte sich nicht bei den Autobots verwandeln und Thundercracker konnte sich natürlich bei den Decepticons nicht. Dafür kann ich Bombshell und Powerglide jeweils in Waffen verwandeln. Gut. Genug davon, jetzt kommen wir einfach mal zu dieser Figur. Die Figur wird geliefert mit einer sehr schönen Artwork-Karte im Design der Generation 1-Figur. Auch hier von IDW und ich muss sagen, die Karte gefällt mir sehr gut. Sie kommt auch natürlich in mein Sammelalbum. Hoffentlich wird Hasbro hier das auf jeden Fall bei den anderen Figuren auch noch weiterhin so machen, dass die Figuren alle mit diesen Collector-Cards kommen. Das ist echt eine Bereicherung und ich sag mal, früher gab es Sticker, kleine Karten zum Ausschneiden, kleine Kataloge, wie auch immer. Das ist alles in den letzten Monaten, Jahren einfach verschwunden. Hasbro hat jetzt hier diese Collector-Cards dazugefügt und endlich sind sie wieder auf dem richtigen Weg und so muss es sein. So finde ich es toll und ich hoffe, das bleibt auch dabei, denn das gehört einfach zu Transformers dazu. Das macht sie ein bisschen wertiger. Ja, die Figur selbst wird geliefert im Robotermodus in diesem schönen Design von IDW. Es ist jetzt nicht das gleiche Design wie auf der Karte. Man sieht es hier, allein die Einschubdüsen sind anders. Das heißt, diese Abbildung kommt der Originalfigur sehr ähnlich und es macht echt was her. Ansonsten haben wir hier natürlich wieder einen Hinweis für die Karte. Der Name ist Thundercracker. Das Transformers-Symbol oder Logo. Und ansonsten haben wir hier den Text, bezwingt und pulverisiert seine Gegner mit einem Überschallknall. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay, soll halt so sein. Ansonsten sehr schön mit den Waffen an den Armen. Das heißt, man muss sie ihm nicht in die Hand geben, man kann sie lösen. Sehr toll gemacht. Ansonsten haben wir hier unten natürlich auch Windcharger, Bombshell und Autobot Powerglide. Natürlich aus der ersten Wave alle. Und er lässt sich in 8 Steps verwandeln. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, die Figur zu holen. Kommen wir jetzt mal zu der Figur an sich. Wir legen das einfach mal zur Seite, das Ganze extra. Und kommen jetzt zu der Figur. Ich habe die jetzt einfach mal in Jet verwandelt. Ich beginne halt gerne damit, die Figuren im Fahrzeugmodus zu zeigen. Die Figur, sehr sleek, gefällt mir. Unten drunter sieht man im Groben die Beine, die Arme und den Kopf. Ist halt bei einer Legion-Class nicht anders zu erwarten. Trotzdem hat diese Figur einige kleine Gimmicks und auch Extras, die mir sehr gefallen. Einmal ein einklappbares Landegestell. Hat nur leider den äußersten Nachteil, dass die Spitze hier, die ist aus Gummi übrigens, nicht oben bleibt, sondern mit einklappt. Hat den Grund, hier innen drin ist ein kleiner Schlitz, hier ein Pin. Der Pin ist zu kurz. Das heißt, diese Spitze hält nicht sonderlich gut. Das ist das einzige Manko, was ich eigentlich an dieser Figur habe. Ansonsten wird die Figur geliefert in einem sehr schönen blauen Plastik mit ganz kleinen Glitzerpartikeln. Ich guck mal, ob ich sie euch zeigen kann. Ja, jetzt sieht man sie ganz gut mit kleinen Glitzerpartikeln. In dem Rot lackiert sind auch Glitzerpartikel drin. Das Setcon-Symbol ist sehr schön detailliert. Ansonsten kommt die Figur mit einem Port, wo man die Waffen quasi der größeren Deluxe-Figuren auch reinpacken kann oder auch der kleinen Figuren. Finde ich auch sehr schön. Und was ich auch toll finde, sind die Beine hier hinten. Klar, sie sind spitz, sie gucken da hinten, sieht ein bisschen strange aus. Aber hier sind die Triebwerke drin. Klar, man kann die Figur auch aufklappen. Aber ganz ehrlich, so sehen die Triebwerke merkwürdig aus. Und ich finde, zusammengeklappt, ja, sie machen schon was her. Und es wirkt fast wie so ein Senkrechtstarter, der auch seine Triebwerke hinten bewegen kann, wie er möchte, um den Schub schnell umzudrehen, wie auch immer. Sehr schön. Die Füße hier unten sind auch aus Gummi. Und auch hier diese Seitenruder sind auch aus Gummi. Aber es fühlt sich wertiger an als bei der Movie Age of Extinction Line. Also es ist wirklich mehr Plastik als Gummi, würde ich fast sagen.
und fühlt sich dadurch wirklich wertiger an. Ja, unten drunter, ich zeige euch das einfach mal, der Brustkorb hat eine Menge Details. Wir sehen einmal hier die Triebwerke, sehr schön übernommen damals von der Generation 1 Line. Wir sehen einmal hier Santa Crackers Kopf auf einer Art Wirbelsäule aufgesteckt. Finde ich richtig toll, gefällt mir. Schön wäre es natürlich gewesen, hätte man den Kopf hier reinklappen können, wenn beide Enden dieser Wirbelsäule auf einem Gelenk gewesen wären. Dann hätte man es hier innen drin verstauen können, hätte vom Platz gepasst. Wäre schön gewesen, weil der Kopf dann nicht unten so rausguckt. Ansonsten, ja, von Details her übermäßig geil. Das ist bei einer Legion-Class-Figur so noch nicht da gewesen. Und auch hier oben die Einschussdüsen mit kleinen Rippenmustern drin, einfach nur toll. Das Gesicht selbst auch hochwertig gemacht. Auch wenn es ein Repaint nur, wie gesagt, von Starscream ist. Aber gut, so kann man sich die Seeker Jets halt zusammenbauen. Ansonsten haben wir die Waffen. Die Waffen kann man auch abnehmen. Die sind auf kleinen Pins hier innen drinne festgesteckt. Und ja, man sieht natürlich die Hände hier. Die sind ein bisschen nervig, aber gut. Von der Seite gut versteckt und ich finde, es tut ihm keinen Abbruch. So, die Verwandlung der Figur ist auch ziemlich simpel. Kommen wir jetzt einfach mal dazu. Ihr müsst erstens hier hinten die Flügel von den Beinen lösen. Anschließend dreht ihr die Beine, wie gesagt, die Füße unten auseinander. Dann dreht ihr hier oben die, oder löst, besser gesagt, hier innen drin sind kleine Pins. Oh, ich kann es euch jetzt schlecht zeigen. Ja, hier, da ist ein kleiner Pin. Und der wird hier hinten in die Arme reingesteckt. Darauf sind quasi die Arme befestigt. Das heißt, ihr löst die einmal. Und dreht jetzt nach oben und verstaut hier die Schulter einmal im Robotermodus. Ein sehr schönes Gimmick auf jeden Fall. Anschließend die Beine ein bisschen spreizen. Denn das hat einen ganz gewissen Grund. Hier unten die Beine sind, wenn man sie nach unten dreht, sieht man es nicht wirklich gerade. Das heißt, die Figur ist dafür gemacht, dass man ihn so ein bisschen breitbeinig hinstellt und mehr in die Action-Pose. Anschließend dreht ihr hier oben die Nose Cone oder die Spitze des Flugzeugs nach unten und dreht das komplette Cockpit nach unten und befestigt es, bis es einrastet. Das hört ihr richtig und spürt es auch. Dann ist der Brustkorb gut verstaut. Finde ich mega geil. Ich kenne das von alten Figuren meistens so, dass dann hier unten einer einmodelliert war und die Klappe klappte nach hinten. Es war, naja, nicht so schön. Ansonsten dreht jetzt die Kanonen noch herunter. Und ja, jetzt nicht verwirren lassen. So wird die Figur eigentlich in der Packung geliefert. So ist aber die Figur nicht verwandelt. Es sieht hinten aus wie ein Cape mit den Flügeln, aber das ist nicht Thundercracker in dieser Form. Das heißt, ihr dreht hier einfach die Flügel einmal nach oben, bis sie einrasten, das hört ihr auch. Auch hier die Details wieder einfach atemberaubend, für eine Legion Class übelst geil. Und ja, schon habt ihr hier Thundercracker richtig transformiert und das Schöne ist auch, ihr seht hier auch unter den Armen seine Decepticon-Logos. Also macht echt was her. Die Arme sind auch schön beweglich. Klar, ihr könnt die Hand nicht um 360 Grad drehen wegen den Flügeln, macht aber nichts. Ansonsten ist das komplette Schultergelenk auf einem Balljoint, die Ellenbogen auch. Das heißt, ihr könnt es anwinkeln, könnt natürlich auch schöne Posen mit den Kanonen natürlich auch deswegen hinkriegen. Die Kanonen lösen sich ab und zu, das ist aber nicht schlimm. Ihr könnt quasi die Waffen nach oben strecken. Das Einzige, was ich daran leider ein bisschen schade finde, ist, dass der Kopf starr ist. Das heißt, ihr könnt nicht nach links und rechts drehen. Das hätte man vielleicht ein bisschen bearbeiten können. Das wäre schön gewesen. Dann wäre die Figur wirklich absolut die absolute perfekte Bombe gewesen. Und hätte mich sogar sehr stark an eine Deluxe-Figur quasi erinnert. Aber gut, dafür, wie gesagt, ist es halt nur eine Legion Class. Die Figur hat selbst auch ein Oberschenkelgelenk, auch auf dem Balljoint, um das Bein nach oben zu winkeln. Ein sehr schönes Kniegelenk mit einem schön modellierten Knie auch. Gefällt mir. Ansonsten die Flügel hier unten könnt ihr nach innen sowie nach außen winkeln. Viele, die ich gesehen habe, winkeln das komplett nach hinten. Hat dann für mich nur den entscheidenden Nachteil, dass dann hier hinten manchmal die Flügel zu weit nach hinten gehen und sich hinten berühren. Aber okay,
Die Figur selbst ist, wie gesagt, einfach genial. Die Figur hat leider keinen Waffen- oder Schildmodus. Ein Schutzschild hätte ich mir gut vorstellen können, wegen den ganzen großen Flügeln. Aber nein, leider nicht. Die Figur hat noch die Möglichkeit, die Waffen abzunehmen und natürlich in die Hand zu geben, wenn ihr wollt. Das heißt, ihr könnt sie ihm so auch in die Hand geben. Oder ihr könnt auch die Waffen miteinander kombinieren, dann, dass ihr sie hier reinsteckt. Hält aber leider nicht immer. Ich habe welche gesehen, bei denen geht's, dass der Pin hier ein bisschen breiter. Hier geht's jetzt leider nicht. Und ja, die Figur hat für meine Verhältnisse die vollen 10 von 10 Punkte verdient. Sie ist sehr beweglich, macht extrem viel von den Details her, wird mit Schirmzubehör geliefert, im Flugzeugmodus auch 1A. Das Einzige, was, wie gesagt, ein kleiner Manko ist, ist die Flugzeugspitze, die aus Gummi ist und nicht sonderlich gut einrastet. Ansonsten eine absolute Kaufempfehlung. Die Figur kostet zwischen 12,99 circa und 15 Euro. Wenn ihr sie bekommen solltet, holt sie euch. Gerade wenn ihr natürlich den Starscream habt, das heißt quasi das von dem Repaint das Original, dann schnappt sie euch. Es lohnt sich, um die Seeker Jets komplett zu bauen. Und ja, ich hoffe, das Review hat euch heute ein bisschen gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe es jedenfalls. Hinterlasst mir ein Abo, wenn es euch gefällt. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Rex4.